Chihuahua, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid, denn heute erwartet euch wieder ein wunderschöner Vlog. Wie ihr es letzte Woche mitbekommen habt, war ich ja in Nürnberg auf der Karichikon und bin ja direkt am nächsten Tag auf München weitergefahren. Und zwar gab es da auch ein sehr, sehr nices Event, was ich noch besuchen musste, und zwar das Japan Adult. Das Japan Adult ist eine Veranstaltung, auf der sich bayerische und japanische Künstler kreativ ausleben können. Das Ganze ist in einen japanischen Flair gehalten und natürlich kann ich da nicht fehlen, wenn sowas ist. Das Event ist zweimal im Jahr und ich habe es geschafft, jetzt mal im Winter dorthin zu kommen. Sie haben sogar extra die Halle verlegt und mussten auf ein anderes Gebäude ausweichen, weil es echt mittlerweile ein bisschen mehr Andrang gibt. Meines Erachtens immer noch viel zu wenig, weil das Event ist wirklich genau das, was Japan-Fans brauchen und nicht immer nur die normalen Standardmessen, sondern wirklich japanische Kultur und Kunst, und das hat dieses Event wirklich geboten. Dafür von mir schon mal ein Sukoi! Es gab dort von der Handyhülle über das japanische Essen bis hin zu verschiedenen Workshops alles, was einen wirklich interessieren könnte, der ein bisschen mit Japan in love ist. Ich war auch nicht alleine dort, denn mich haben gleich noch zwei Leute begleitet, und zwar der Waldi und die Vasi. Die habe ich einen Tag davor erst auf der Karichikon kennengelernt. Das finde ich echt cool, wenn man sich so schnell connecten kann. Ich habe so abends gesagt, ja, morgen ist Japan Adult, wer will mit? Ich hole euch ab hier in Nürnberg, ich muss da eh durchfahren. Dann gebt mir Bescheid und ich nehme euch mit. Gesagt, getan, sind die beiden mitgekommen, und das finde ich echt cool, und es ist so cool, neue Leute kennenzulernen und auch gleich noch die näher kennenzulernen, wenn man mit denen gleich was unternehmen kann. Und Leute, die sagen, sie finden keine Freunde, sollten sich vielleicht trotzdem öfters mal rausbewegen und auf Events gehen und am besten zu dem, was einen auch interessiert, damit man auch auf einer Wellenlänge ist, und das merkt man auch wirklich. Vor Ort haben wir auch noch gleich den guten Hensch getroffen, der einen sehr abstrakten YouTube-Kanal hat, den ihr auf jeden Fall mal abchecken solltet. Nichts für schwache Nerven, aber schaut auf jeden Fall mal vorbei, steht unten in der Infobox. PS, es war wunderschön, dich zu sehen, und danke, dass du vorbeigekommen bist und dass wir uns sehen konnten. Aber zurück zum Event. Ich persönlich finde, dieses Event hat wirklich, wirklich mehr Aufmerksamkeit verdient, obwohl es zwar am Wachsen ist, aber es ist einfach wirklich so, dass es einfach wirklich viele Japan-Fans gibt und diese sollten dieses Event besuchen, weil japanische Kultur ist einfach awesome. Einer der richtig coolen Workshops war zum Beispiel das Origami-Falten, was man dann vor Ort, hat man sich halt Papier gekauft und konnte dann verschiedene Origami-Figuren falten und das erlernen, und es gibt ja wirklich so krasse Figuren. Ja, da kann man echt nur hoffen, dass es nicht heavy rained. Ja, ich weiß, der war schlecht. Oder das Furoshiki. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist eine alte, traditionelle japanische Art, Geschenke zu verpacken. Also mal komplett anders, so mit Tüchern und zum Tragen. Und das war total cool, aber ich meine, ich würde es zwar gern machen, aber ich bin ja schon zu blöd, allein ein normales Paket zu verpacken. Es gab viele verschiedene Stände und einige davon möchte ich besonders hervorheben, weil wenn ich das mit allen machen würde, ihr war zwar interessant, aber dann wäre das Video einfach mal 3 Stunden lang und das würde keiner mehr anschauen. Aber fühle dich trotzdem geliebt, denn es waren so viele tolle, tolle Stände dabei. Weiter so! Besonders hervorheben möchte ich zum Beispiel den Stand von Monigiri, denn das ist ein Stand, der japanische Onigiri macht, und die sind halt einfach mal awesome. Ich meine, wo kriegst du das sonst groß zu liefern? Und die machen nicht nur Catering, sondern liefern das auch ab 20 Stück. Also wenn du mindestens 20 Stück bestellst, kannst du die dort abholen und dann wird das für dich gemacht. Das Ganze ist ein Familienunternehmen und wird noch mit Hand und Liebe gemacht. Und ich kann es einfach nur vorschlagen, wenn ihr ein größeres Event in München habt oder in den Kreis drumherum, ey, bestellt euch das. Für alle Japan-Fans einfach ein Muss. Natürlich muss ich an dieser Stelle noch sagen, dass es verdammt lecker war, weil es war einfach verdammt lecker. Logisch. Oder der Stand von Chipsy Kura-chan, der war auch ziemlich nice, denn die hat wunderschöne Artworks, zum Beispiel von Miku und so weiter oder von Emilia, und die waren einfach so mega nice und auch die eigenen Zeichnungen sind toll. Ich habe gleich meine Postkarte gekauft, das ist glaube ich auch das einzigste Weihnachtliche, was ich dieses Jahr habe. Aber das hat mir so gut gefallen, also bitte mach weiter so und ich hoffe, wir sehen uns bald mal auf der nächsten Messe. Checkt auf jeden Fall Instagram aus, steht auch unten in der Beschreibung drin. Grüße gehen raus an dich! Und der letzte Stand, der natürlich mir am meisten Spaß gemacht hat, war Kendama Europe. Für einige von euch vielleicht aus den Julian Bam Videos bekannt, die Kendamas, und die machen wirklich verdammt Spaß. Das ist ein altes japanisches traditionelles Spielzeug, mit denen man sozusagen eine Kugel hat, die man dann fangen kann, und das Ganze gibt es natürlich auch in mega krass abgestylten Versionen, und da würde ich meinen, lasst euch doch mal lieber ein Kendama zu Weihnachten schenken als ein 3DS mit Pokémon. Oder beides. Oder schenkt euch gar nichts und jeder kauft sich das selber, was er will. Was vielleicht noch logisch ist. Auf jeden Fall habe ich auch eine, und ich meine, ich muss sagen, es gibt wirklich Leute, die das so mega krass
gut können. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch viel üben. Für alle Leute auch ein Tipp, die mit dem Rauchen aufhören wollen, denn das seid ihr immer beschäftigt und müsst nicht immer die ganze Zeit an Zigaretten denken. Also spare ich das Geld für die Kippen, kauft euch für 15 Euro so ein Teil und habt verdammt viel Spaß. Und lernt auch so krasse Tricks wie... Ja, okay, ich hab's erst zweimal benutzt, Leute. Alles in allem war es ein sehr abgerundetes und schönes, interessantes Japan-Kulturfest. Eben, wie gesagt, von bayerischen und japanischen Mitkünstlern, kreativen Köpfen, blablabla. Ihr wisst Bescheid. Schaut euch das auf jeden Fall an. Das nächste Event ist im Mai und ich hoffe, wir sehen uns da. Save the date! Und heute möchte ich nicht die Endcard nutzen, um meinen eigenen Kanal zu promoten, sondern den von Tyler Reed, also beziehungsweise damals bekannt als Amazing Ty. Nur sein Kanal wurde gesperrt. 75.000 Abonnenten, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und beim dritten Strike-Kanal weg. Einfach weg. Tut mal was Gutes, scheiß auf meinen Kanal, aber abonniert mal seinen Kanal jetzt, weil... Tut eure gute Tat! Oder spendet Geld an Arme. Ich meine, das ist auch noch cool, aber wenn ihr das schon nicht macht, dann... Das...